Hallo und recht herzlich willkommen bei Game Inside. Mein Name ist Sirius und das hier sind die Daily Outdoor News von meiner Fototapete oder aus dem Greenscreen oder wie ich auch schon mal gesagt habe, vom Holodeck. Wie es auch immer so sein mag. Themen gibt es heute von Xbox One bis PlayStation 4 über Battlefield 4 und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. So, erstes Thema jetzt natürlich die Aussagen einiger User, Zuschauer. Das wäre ja mal eine coole Fototapete hier und ein cooler Greenscreen oder was auch immer. Und jetzt, heute, werde ich den Beweis führen, was es wirklich ist. Aber erst irgendwann im Lauf der Sendung. Ja, erstes Thema für heute ist die Microsoft Xbox One Konsole. Und zwar steht dort jetzt im Raum, dass in Zukunft jede einzelne Xbox One als Entwicklungskit benutzt werden darf. Da geht es eigentlich im Folgenden darum, dass solche Independent-Entwickler, also Jungs, die kleine Spiele entwickeln, die Titel bisher angeblich nicht ohne Publisher auf den Xbox Live-Marktplatz bringen konnten, sollten, durften. So ist die Regelung bei Microsoft bisher. Und jetzt gab es halt die Aussage im Chat von Mark Whiten mit Major Nelson, dass das eben doch möglich sein soll und man im ersten Jahr der Xbox One bereits von dieser Regelung Abstand nehmen wird, sodass man auch als Independent-Entwickler in Zukunft hier sofort darauf zugreifen kann. Da heißt es, um genau zu sein, our vision is that every person can be a creator. Also wenn ihr kreativ seid und in Zukunft Independent Games auf der Xbox One rausbringen könnt, sagt mal Bescheid, vielleicht mache ich ein Let's Play dazu. Dann ist es natürlich nicht so, als würde Sony nicht sofort pressemäßig zurückschlagen, das ist man ja mittlerweile gewohnt. Und so erschien dann, während die Microsoft News eigentlich so am Morgen rumging, erschien dann am Abend die Nachricht, dass man bei Sony mit der PlayStation 4, mit diesen Dev-Kits, mit diesen Entwickler-Kits auf jeden Fall relativ locker umgehen wird. Und normalerweise soll angeblich so ein PlayStation 4 Dev-Kit um die 2500 Euro kosten und Sony hat halt gesagt, wir hauen die raus wie geschnitten Brot sozusagen, beziehungsweise ganz einfach, die ganzen bekannten Independent-Entwickler, die ganzen Indie-Entwickler, die bisher kleine Games gemacht haben und so, bekommen das Teil umsonst, um auch diese zu unterstützen. Also auf Xbox One und PlayStation 4 in Zukunft eventuell eine Menge Indie-Games. Ja, die nächste News dreht sich dann um das grandiose oder eventuell kommende grandiose Battlefield 4 aus dem Hause DICE und Electronic Arts. Und so hat DICE eigentlich schon den ganzen Tag verkündigt, dass man einen Trailer zum neuen Battlelog veröffentlicht wird. Und ich glaube, es war so gegen 17 Uhr soweit, als meine komplette Facebook-Freundesliste komplett Facebook eben mit diesem Trailer zugespammt hat, wo es ganz einfach um die neuen Funktionen im Battlelog geht. Und da geht es zum Beispiel um so Sachen, dass man zum Beispiel mit einem Tablet eine Minimap sehen kann, mit dem Finger dann Gegner markieren kann und so weiter und so fort. Ich versuche euch das Teil ganz einfach gleichzeitig noch hochzuladen, dann würde ich mal sagen, da auf jeden Fall an alle Battlefield 4 Interessierten einen Blick reinwerfen. Da fällt mir eigentlich noch eine Kleinigkeit ein zu Battlefield 4 und zwar hat, war es EA oder was DICE? Ich glaube EA hat das, diese Aussage getroffen und zwar gibt es bei EA, bei FIFA 14 wird das so sein, da gibt es so Cross-Gen-Geschichten. Das bedeutet, dass man zum Beispiel von der alten Xbox auf die neue Xbox eventuell seinen Spielstand und solche Dinge mitnehmen kann und FIFA 14 soll sowas halt unterstützen. Und da hat man jetzt gesagt, bei Battlefield 4 wird das aber wohl nicht der Fall sein. Da wird halt jedes System als separate Kampagne betrachtet. Das bedeutet, wenn ihr das zunächst auf der Xbox 360 begonnen habt zu spielen und dann später im Jahr vielleicht auf die Xbox One und Battlefield 4 wechselt, dann wird es nicht möglich sein, da umzuswitchen und das gleiche bei PS3 und PS4 ebenfalls nicht möglich. Wo wir gerade so beim Thema Importieren, Spielstände und sowas sind und eigentlich bei Electronic Arts, die bringen ja in Zusammenarbeit mit BioWare den nächsten Dragon Age Titel raus und zwar Dragon Age Inquisition und ich glaube, wir mussten bis 2014 warten. Ist das richtig? Also das dauert noch verdammt lange, bis das Ding erscheint. Aber BioWare hat jetzt gesagt, dass die Geschehnisse, die ihr in Dragon Age 1 und 2 erspielt habt, auf jeden Fall, per Spielstand in den nächsten Titel übernommen werden können, sodass sich eventuell alte Ereignisse auf euer neues Spiel auswirken werden.
Ja, dann gibt es sowas wie eine Kino-News. Und es steht ja immer im Raum, dass Dead Space wird wohl verfilmt, hat man auf der Comic-Con gesagt, oder möchte man gerne verfilmen. Dann Assassin's Creed soll ja verfilmt werden, Splinter Cell soll verfilmt werden. Und jetzt kommt noch ein Spiel mit hinzu, mit dem ich so persönlich gar nicht gerechnet habe, weil es einfach keine Story hat. Ja, sollte man nicht meinen, dass wenn ein Game verfilmt wird, ein Spiel, dass es dann um die Handlung des Spiels geht. Und der nächste Titel, der eventuell verfilmt wird, ist Gran Turismo. Ja, richtig, die Rennspielserie aus dem Hause, ich komme jetzt nicht drauf, Polyphony Digitals, Entschuldigung. Also auf jeden Fall das Top-Spiel-Rennspiel für die Sony PlayStation soll verfilmt werden. Worum geht's da bitte schön? Also ich meine, das fände ich ganz interessant. Aber angeblich hat sich Sony jetzt schon mit den Producern Mike De Luca und Dana Brunetti zusammengetan, die für Filme wie Social Network, also dem Facebook-Film, verantwortlich waren. Und einer von den beiden hat wohl auch an Ghost Rider mitgearbeitet. Und das finde ich interessant. Eure Meinung dazu vielleicht noch interessanter in den Videokommentaren. Worum könnte sich der kommende Gran Turismo-Film denn drehen? Todesdrohung bei Call of Duty. Das sind eigentlich so Schlagzeilen, die müsste ich ordentlich verwerten bei den Daily News. Aber ich fand, das ist so ein Thema, was ich eigentlich relativ abartig oder blöd finde. Deshalb möchte ich das nur kurz anreißen. Und zwar haben die Call of Duty-Macher ganz einfach ein bisschen am Spiel rumgeschraubt. Und zwar, um genau zu sein, am Multiplayer von Call of Duty Black Ops 2. Da hat man was an den Sprint-Out-Zeiten geändert, also wie lange man schnell laufen kann und solche Geschichten. Und daraufhin ist die Community wohl, die Call of Duty-Community wohl relativ ausgeflippt, wie man das ja auch aus vielen Multiplayer-Sessions vielleicht kennt, auch von YouTube-Videos, wo manche Call-of-Duty-Spieler manchmal furchtbar ausflippen und haben da Todesdrohungen gegenüber den Call-of-Duty-Entwicklern ausgestoßen. Und da hat sich dann nochmal der Community-Manager von Activision drüber beklagt und gesagt, es sollte endlich mal Schluss sein mit solchen Androhungen von körperlicher Gewalt und so einer Scheiße. Und ich will gar nicht so nah auf das Thema eingehen und das so breit treten, aber ich finde ganz ehrlich, dass der Verhaltens Ton bei Call of Duty so oder so für den Arsch ist und dass der Verhaltenston von manchen Leuten, die sich als Community empfinden, auch manchmal ganz schön für den Arsch ist. Und wenn das wirklich so weit ist, dass man den Leuten bei Activision irgendwie Todesdrohungen schickt, weil man in einem Spiel ein bisschen kürzer laufen kann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, just relax, denn es ist nur ein Spiel. So, ich würde jetzt sagen, das war's für heute mit der Daily News vom Greenscreen und um das jetzt nochmal abzuschließen und um euch mal einfach für die letzten Zweifler, weil die Blätter sich nicht bewegen. Das war gerade eine relativ aufwendige Produktion bei mir im Holodeck. Ihr wisst gar nicht, wie lang das gerendert hat, bis ich das so abstimmen konnte, dass es so aussah, als würde die Tapete hinter mir sich bewegen, wenn meine Hand sich bewegt. Das war's mit der heutigen Outdoor Daily News. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein!